Rapid gibt es zwar den ein oder anderen Verletzten, aber trotzdem schwärmen viele über die linke Angriffsseite. Heribert Weber, auch Sie haben das in den letzten Wochen sehr oft getan. Was zeichnet diese Seite rund um Stangl und Kainz aus? Ja, ganz klare Aussage. Beide Spieler haben sich im Laufe der Zeit jetzt schon im Frühjahr und jetzt vor allem auch, was Stefan Stangl betrifft, im Herbst enorm gesteigert. Beide wissen, worauf es ankommt im Fußball, sind ständig unterwegs, sehr lauffreudig und spielfreudig vor allem auch und sind immer wieder dabei, wenn Rapid in der Offensive gefährlich wird. Ja, und anhand des 1:0, das es da gegeben hat letzten Sonntag gegen Altach, Alfred Tata darf Sie bitten, nicht erschrecken, dass Sie mit mir mitkommen, wollen wir nochmals auch diese linke Angriffsseite zeigen, wie stark, wie dynamisch sie ist, Alfred. Und was mir besonders auch aufgefallen ist, ist diese enorme Gedankenschnelligkeit auch bei den Spielern, bei Balleroberung, dass dann sofort die Post nach vorne abgeht. Ja, man muss eine Sache vorausschicken. Im System, das Zoran Barisic mit Rapid spielt, mit diesem 4-2-3-1, ist es so, dass diese drei Offensiven, speziell der Halbrechte und der Halblinke, sehr viel auch in die Mitte tendieren, um den Druck auf das Abwehrzentrum zu stärken. Und dadurch wird rechts und links ein Korridor frei und in diesen Korridor müssen Spieler hineinkommen. Das können sie aber nur, wenn sie haben, erstens eine ausreichende Schnelligkeit und Dynamik. Das ist im Fall von Stangl auf jeden Fall gegeben. Und zweitens auch dann eine profunde Technik. Und ich kann garantieren, dass Zoran Barisic gute Arbeit gemacht hat, weil die Entwicklung, die der Stefan Stangl jetzt durchgemacht hat über die letzten 1,5 Jahre, ist sensationell. Schauen wir uns das kurz an. Hier ist also der Abschlag. Der Fehler natürlich von Altach ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Kainz, ein Spieler, der normal eben da links oder rechts auftaucht, ist plötzlich im Zentrum, macht das vom Timing her sensationell und spielt dann mit ganz einfachen Pässen Stangl frei, der, wie wir gesehen haben, auf der linken Seite einen 50-60-Meter-Sprint angezogen hat und dann mit einem zielgenauen Pass das Tor finalisiert. Also das war höchste Klasse. Ja, für Stefan Stangl also schon der 4. Saisontreffer, war beachtenswert und vor allem auch tatsächlich beeindruckend die Werte von Florian Kainz. Wir haben ein paar für Sie zusammengefasst. Heuer hat er bei 16 Ligaspielen im Einsatz sein Können gezeigt. 5 Tore hat er erzielt und ganz interessant ist, er ist der Top-Torvorbereiter. Wir sehen hier 8 Assists und wir sehen auch vor allem, wo er diese Assists gemacht hat, von welcher Position aus. In den weißen Kästchen bei den Heimspielen insgesamt 5 Vorbereitungen, insgesamt 2 Ecken von rechts, 1 von links. Und wir sehen auch noch in den Auswärtsspielen, war er dann schon eben auch, wie es Alfred Tata angedeutet hat, immer wieder auch ins Zentrum mit dem letzten Pass zum dann jeweiligen Torschützen. Das heißt, insgesamt eine ganz starke Bilanz von Florian Kainz, dann auch noch eine enorm starke Passgenauigkeit, 75%. Also all das sind Werte, die beeindruckend sind. Könnte man fast sagen, Heribert Weber, ist das auch so etwas wie eine Wachablöse in Bezug auf Steffen Hofmann, was wir bei Florian Kainz sehen? Ich würde Steffen Hofmann nicht mit Florian Kainz vergleichen. Ich glaube, dass Kainz eben ein Spieler ist, der auch sehr torgefährlich werden kann aus dem Spiel heraus. Ich bin der Meinung, dass er noch mehr Tore schießen kann. Er ist einer, der unglaublich viele Bälle auch vorbereiten kann. Er ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und hat natürlich eine große Stärke. Er hat ein super Dribbling. Er kann den Ball sehr gut ganz eng am Fuß führen und man weiß nie, auf welcher Seite das er vorbeigeht. Ja, mittlerweile hat er auch den Sprung in den erweiterten Teamkader von Marcel Koller geschafft. Heute also Rapid zu Gast in der Südstadt bei der Admira. Und vor dem Spiel hat sich der Rapid-Trainer Zoran Barisic auch Gedanken über den heutigen Gegner selbstverständlich gemacht. Admira spielt eine fantastische Saison. Ich denke, dass die Admira vor allem ihre Stärke im Umschaltverhalten bzw. bei Standardsituationen hat. Sie haben vorne sehr quirlige, technisch gute und schnelle Spieler, die jeder Mannschaft Probleme bereiten können. Das haben sie auch in dieser Saison bewiesen, des Öfteren. Hinten stehen sie ganz kompakt, sind ganz gut organisiert, ist aber trotzdem eine Mannschaft, die Fußball spielen will und vor allem zu Hause sehr stark war bis jetzt und deshalb wissen wir, was auf uns zukommt. Das wird ein sehr, sehr harter Kampf für uns und sicherlich ein schweres Spiel. Jetzt hat man ja, nachdem Salzburg gestern nur das X geholt hat, die Möglichkeit, Herbstmeister zu werden mit ein wenig Schützenhilfe von Sturm Graz. Inwieweit das ein Thema in der Kabine?
auch das wurde besprochen, es ist überhaupt kein Thema. Wir schauen nicht auf die Tabelle, wir konzentrieren uns nur auf dieses eine Spiel. Wir wollen besser sein als der Gegner. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern heute mit natürlich 3 Punkten im Gepäck. Aber wie gesagt, es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns. Und wir haben erst einmal uns zu beweisen, ob wir wirklich gut sind. Mittwoch, kurz vor 18.30 Uhr, hier ist die BSFZ-Arena im Maria-Enzersdorfer Ortsteil Südstadt. Willkommen zu Teil 2 des Dreikampfs um die Herbstmeisterschaft in der Tipico-Bundesliga. Ja, die Musik hat gestern nicht für Salzburg gespielt, der Meister nur mit einem Unentschieden daheim gegen Wolfsburg. Rapid hat die Möglichkeit, mit einem Auswärtssieg hier gegen die Admira Salzburg zu überholen. Und der Wiener Austria, die heute um 8:30 Uhr daheim gegen Sturm spielt, etwas vorzulegen. Allerdings hat Rapid zuletzt hier vor 2,5 Jahren gewonnen. Ist schon ein Zeitl her. Und Zoran Barisic weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, Admira ist immer unangenehm, vor allem hier in diesem Stadion zu spielen. Zuletzt gab es viele Unentschieden, wenn Rapid hier zu Gast war. Ja, die Admira ist ein wenig angeschlagen nach dem 0:4 am vergangenen Samstag in Wolfsburg. Und auch was Verletzungen betrifft. Einer ist zum Glück fit geworden für die Mannschaft. Das ist Christoph Schösswenter, der Kapitän, der die WRC-Partie wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hat. Kehrt zurück in die Mannschaft. In der Innenverteidigung Stefan Zwierschlitz wechselt daher nach rechts auf seine eigentlich angestammte Position. Thomas Ebner rückt ins defensive zentrale Mittelfeld anstelle von Filip Maliček. Eldis Bayrami, ein Extrabiedler, statt des müden Maximilian Sachs rechts auf dem Flügel und statt einem weiteren Extrabiedler, nämlich Dominik Starkel, der einen Bluterguss am Knie mitgebracht hat aus Wolfsburg, heute Christoph Knasmüller, die Sturmspitze. Ernst Baumeister hat geschimpft nach dieser wirklich schwachen Darbietung im Lavanttal. Da hat die Admira leidenschaftslos und uninspiriert Fußball gespielt, war am Ende mit dem 0:4 sogar noch ganz gut bedient. Schiedsrichter hat eine weite Anreise. Dominik Oschan, der Vorarlberger, der in der Schweiz beruflich tätig ist, leitet die Partie, unterstützt von Michael Baumann und Richard Hübler. Letztgenannter ist der Herr links im Bild. Seitenwalder Kapitäne, und Sie werden gleich sehen, Steffen Hofmann ist wieder da. Platzball gewonnen, Christoph Schösswenter. Steffen Hofmann wird mit seiner Mannschaft das Spiel eröffnen. Er kehrt zurück in die Anfangsformation anstelle von Stefan Nutz. Weitere 4 Umstellungen bei Rapid im Vergleich zum 3:1 Sieg gegen Altach. Stefan Auer rechts in der Abwehr statt Pavelic. Stefan Schwab, der zweite Ex-Admiraner, im zentralen Mittelfeld statt Petzos. Deni Ala statt Schobesberger auf dem rechten Flügel und Matej Jelic als Sturmspitze statt Filip Prosenik. Stefan Auer bei der 1:2 Niederlage in Grödig hat er keine wirklich vorzeigenswerte Leistung abgeliefert, war dann zweimal nur auf der Bank. Heute darf er also wieder ran, ausgerechnet gegen den Club, für den er 101 Bundesligaspiele absolviert hat. Im September ist die Admira als Tabellenführer nach Wien ins Appelstadion gefahren, hat dort gegen Rapid 0:2 verloren und damit auch die Spitze verloren. Rapid also ganz in Weiß in der ersten Hälfte. Von links nach rechts, angefeuert von ja, gut 2000 Fans hier in Maria Enzersdorf. Ja, die Arbeit, meine Herren. Also erstmal Stefan Auer, Jelic bekommt den Freistoß. Den wird wohl Deni Ala treten. Nettes Detail am Rande. Die letzten 3 Partien mit ihm in der Startelf in der Liga hat Rapid allesamt verloren. Zuletzt in Runde 12 1:2 in Wolfsburg.
aber Statistiken und Serien sind irgendwie dazu da, ausgelöscht zu werden. Kleiner Fehler bei der Ballannahme bei Steffen Hofmann, arbeitet den Ball dank Unterstützung von Aller allerdings zurück, doch dann hat Dominik Oschan hier einen Foul von Deni Aller erkannt. Verstoß Patrick Wessely, heute in seinem 30. Bundesligaspiel. Der war mit viel Optimismus gespielt, aber mit zu wenig Schmackes. Kainz erobert den Ball gegen Bayrami, aber die Admira giftig da in einem Offensivpressing versucht sie sofort den Ball wieder zurückzuholen. Ja, Zwierschitz wahrscheinlich auch eine Überlegung wert rechts in der Abwehr, um diese eben brandgefährliche linke Angriffsseite von Rapid mit Kainz und mit Stangl etwas zu entschärfen. Luftduell zwischen Aller und Wessely, da hat der Rapidler natürlich ordentlich Größenvorteile. Das ging jetzt etwas zu flott. Der Stefan Auer diesen Ball von Aller nicht mehr verarbeiten. Bei der Admira Lukas Grozurek endlich zurück im Kader. Die Zerrung im Hüftbeuger wurde endlich wirklich ausgeheilt. Dafür fehlt jetzt Daniel Todt. Der hat in Wolfsberg eine Zerrung in der Wadenmuskulatur erlitten. Maximilian Sachs eben überspielt. Müde bekommt heute auch aufgrund der sogenannten englischen Woche eine Pause. Ich denke auch, dass der Lutsch nicht mehr am Ball war, dass die Entscheidung Einwurf Admira die richtige ist. Spiridonovic. Versuchen die quirligen Admira-Spieler wieder ein Kurzpassspiel aufzuziehen, bekommen den Ball zurückgeschenkt und das war kein gutes Abspiel von Bayrami. Was macht der Auer da? Etwas schusselig, die Herren in Rot und Schwarz. Aber zumindest ist gleich in diesen Anfangsminuten erkennbar, dass die Admira diese Pleite vom vergangenen Samstag gewillt ist, gut zu machen. Zumindest was das Spiel betrifft. Das Ergebnis steht in den Sternen. Bei Rapid heute doch erstmals Maximilian Wöber, der Kapitän der zweiten Mannschaft im Kader. Die Geschichte mit der fünften Gelben, die im letzten Ostligaspiel erhalten hat, ist jetzt endgültig abgeschlossen. Der fehlt im ersten Frühjahrsspiel von Rapid Römisch 2. Könnte also heute sein Bundesliga-Debüt geben. Christopher Thiebaum fehlt ja länger als ursprünglich angenommen aus. Womöglich holt Rapid im Jänner noch einen neuen Innenverteidiger. Stangl mit seinem ersten Vorstoß, gestoppt von Schösswetter, gibt die erste Ecke im Spiel. Rapid, Liga-Spitzenreiter, was Treffer nach Ecken betrifft. Schauen wir mal, was Florian Kainz hier gelingt. Beim 6-1 in Mattersburg hat auch noch eine Ecke eingeschlagen. Kainz. Jelic verlängert allerdings bis zu Zwierschitz. Was mit dem Bestreben da Grauwatz unter Druck zu setzen. Grauwatz mit diesem furchtbaren Rückpass. Spiridonovic, und der macht ihn nicht. Das ist unglaublich. Da hat er zwei Abspieloptionen. Lackner und Blutsch waren mitgelaufen. Der braucht den Ball nur in die Mitte rollen. Aber so ein Pass vom Gracho, da kann Auer gar nichts mehr dafür. Dann schauen Sie Plutsch da oben, der ist ganz alleine. Spiridonovic mit einem Kunstschuss, aber das ist wirklich kein Künstlerpech. Aber nicht die erste grobe Unsicherheit bei Rapid im Defensivspiel am heutigen Abend.
Wieder Spiridonovic. Er dribbelt etwas zu lang, dann sorgt Ala für die unfreiwillige Spielverlagerung seitens der Admira. Barami mit Zwierschitz im Zusammenspiel. Defensive da mal etwas Ruhe reinzubringen. Maximilian Hofmann ohne Risiko. Stefan Schwab lässt sich weit zurückfallen mit der Spieleröffnung. Da kommt Siebenhandel und macht es gut. Tschüss Winter, der hat beim ersten Saisonduell der beiden Teams in Wien gefehlt. Da war er gelb-rot gesperrt, war er ziemlich sauer auf sich selbst. Übrigens beide Treffer nach Standardsituationen erzielt, eben einen auch nach einer Ecke. Gostri. Nicht alltäglich, dass sich der da im laufenden Spiel in die gegnerische Hälfte einmischt. Jetzt fällt er hinten. Jelic vorbei. Und Zwierschitz aber nicht vorbei an Siebenhandel. Den er hier so einfach typiert hat. Nicht zu schützen, nehme ich alles zurück. Schwab. Ja, der hat Mira verteidigt in der Anfangsphase sehr hoch. Das lädt Rapid eigentlich zu langen Bällen ein. Vielleicht auch eine Art der Taktik. Lederer ja ein Kind der Grün-Weißen unter Anführungszeichen. Kommt nicht von ungefähr, dass er so viele Rapid-Spieler hierher zu Admira genutzt hat. Der erfolgreichste Torschütze eben Stachel fehlt heute allerdings. Verletzungsbedingt. Spiridonovic. Aha. Lutsch. Ein Fressen für Richard Schrebinger, sechster Bundesliga-Einsatz heute für ihn. Einmal konnte er erst zu Null spielen gegen Grödig beim 4-0-Erfolg. Auer verliert hier sehr einfach den Ball und Spiridonovic will schon wieder ein Kunststück fabrizieren. Ja, aber das ist so ein Kicker, dem man einfach viele Freiheiten zugestehen muss. Hier setzt er sich energisch im Zweikampf mit Stefan Auer, der schon gehörig wackelt in diesen ersten 9 Minuten durch. Defensiv Zweikämpfen Spiridonovic besitzt eine Macht. Stange genau auf Bayrami, also auch die linke Abwehrseite nicht unbedingt sattelfest bei Rapid. Schönes Wetter, raus auf Zwierschitz. Bringt er die Flanke, ui, da gibt's ein Salzgurkerl für Stefan Stangl zwischen den beiden Stangeln oder ihm da den Ball durchgelupft, der Zwierschitz. Blutsch oder Bayrami, das ist jetzt die Frage. Schaut nach Blutsch aus.
Macht aber Bayrami. Macht es nicht gut. Das ist eine vielversprechende Freistoßmöglichkeit. Da waren die ganzen Langern, Cheswenter, Zwierschitz, Wostre mit im Strafraum sehr leichtfertig vertan. Kein Foul, sagt Ozan. Kravac bringt den Ball an Ebner nicht vorbei, der dort spielt, wo er viel in der Anfangsphase seiner Admira-Bundesliga-Karriere gespielt hat, im zentralen defensiven Mittelfeld. Begonnen hat er diese Bundesliga-Karriere noch unter Dietmar Kühlbauer ja als Innenverteidiger. Vergangene Saison oft Linksverteidiger gespielt. Spielzeit fast immer rechts. Jetzt bekommt er den Ball nicht zu fassen gegen Alla. Schösswender mit etwas Glück. Ja, gut gearbeitet von Jelic, der dann auch sofort wieder den Weg nach vorne sucht. Hier beinahe noch zu einer Abschlussmöglichkeit gekommen wäre. Keins, wunderbarer Pass auf Jelic, aber noch keiner in der Mitte. Jelic gegen Wostri, zweite Ecke Rapid. Stefan Auer ab. Die Admira zieht alle Spieler zurück in den eigenen Strafraum. Schösswender im Kopfballduell Sieger und Knasmüller putzt da richtig gehend aus. Wagner auf Ebner. Knasmüller noch mit dem Handzeichen für Wesseli. Komm, 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 der hinterläuft, bekommt auch den Pass. Wieder Spiridonovic, hat Sonnleitner vor sich, versucht wieder selbst abzuschließen. Ja, immerhin, das war der erste Schuss auf eines der beiden Tore. Aber das ist keine wirkliche Herausforderung für Strebinger. Der Ausschuss war offenbar doch eine Herausforderung. Kurz den prall gefüllten Gästefansektor gesehen. Ich schätze mal, 5.500 bis 6.000 Zuschauer werden heute hier sein in der BSFZ Arena. Auch die Haupttribüne recht passabel gefüllt. Knasmüller gegen Sonnleitner. Ja, schönes so ein Ringelspiel. Wieder Spiridonovic, Wesseli. Ja. Also die Flanken sind noch Güteklasse C, die die Admira hier in der ersten Viertelstunde in den gegnerischen Strafraum hineinlupft. Apropos erste Viertelstunde, die ist gleich absolviert und Rapid noch immer ohne Abschluss. Foulspiel von Max Hoffmann, richtig gesehen von Dominik Ozan. Da ist der Ball sehr weit entfernt. So einen richtigen Hammer. Freistoßschützen hat die Admira eigentlich nicht in ihren Reihen. Das sind doch 30 Meter Torentfernung. Aber vielleicht versucht es bei Rami. Diesmal macht es Blutsch. Da ist Schösswender, aber da ist auch Strebinger.
heute noch 4 Spiele dieser 18. Bundesliga-Runde. Um 8:30 abgeschlossen mit Austria gegen Sturm. Aber kaum ein Tag ohne Live-Sport für Sie, liebe Zuschauer bei Sky Sport Austria. Morgen geht es schon weiter in der Basketball-Bundesliga. Der Steirer Derby, Kapfenberg gegen Fürstenfeld. Am Freitag ab 18.45 Uhr, nicht morgen, Herr Auer. Ui, wieder Unsicherheiten in der Rapid-Defensive. Knasmüller, die nächste dicke Möglichkeit für die Admira, die nächste, die sie liegen lässt. Einmal Spiridonovic und dann wieder nach so einem unfassbaren Pass von Auer. Knasmüller macht viel richtig, aber dann schaufelt er den Ball doch übers Tor. Also er ist zum zweiten Mal in dieser Saison in der Anfangsformation. Beim ersten Mal hat er gleich getroffen beim Heimsieg gegen Mattersburg. Aber auch seine einzige erwähnenswerte Aktion in diesem Spiel damals. Er musste zur Pause raus. Sonntag hat Rapid gegen Altach ungefähr 20 Minuten gebraucht, um das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Die Kontrolle heute hat bis jetzt ganz eindeutig der Gegner. Und er ist weiterhin sehr aggressiv im Vorchecking. 3-4 Spieler versuchen da die Abwehrakteure des Gegners schon tief in dessen Hälfte anzupressen. Ostri hat sich da ein wenig verschätzt. Macht alles wieder gut. Und das mit dieser Aggressivität in den Zweikämpfen auch statistisch zu belegen, 65% der Duelle Mann gegen Mann gewinnt Admira Wacker Mödling. Spiridonovic, Knasmüller links, Blutsch kreuzt und Steffen Hofmann begeht ein Foul, von dem er sagt, es war keines. Der Schiedsrichter stand da unmittelbar am Geschehen. Wir können das natürlich kontrollieren. Zunächst Hofmann mit dem Fehlpass direkt auf Spiridonovic. Also auch der Kapitän reiht sich in diese Fehleranfälligkeit ein. Dann spielt er, vorher gut zu sehen, den Ball. Aber es ist dieser berühmte Einstieg von hinten. Den die Schiedsrichter eben nicht gern sehen. Damit ist diese Freistoßentscheidung gerade noch vertretbar. Spiridonovic. Sein vierter Versuch heute bereits. Der fünfte Abschluss der Admira. Der also in diesen ersten 20 Minuten eigentlich nur der Torerfolg fehlt. Ansonsten bis jetzt eine pickfeine Vorstellung der Niederösterreicher und ein Gruselspiel von Rapid. So dominant war sein Team zuletzt in Mattersburg, auch über weite Strecken gegen Altach. Richtig schön und Fußball gespielt. Heute muss Rapid hauptsächlich mal Fußball arbeiten. Jetzt hat keins etwas Platz auf seiner linken Seite. Stangl ist mit. Stefan Stangl. Ja, aber kein Stangl-Pass in dem Sinne.
letzte Konsequenz. Torabstoß. Ganz sicherlich nicht weit entfernt genug vom Ball gestanden. Das lässt der Schiedsrichter durchgehen. Jetzt unterbricht Dominik wahrscheinlich auch die Partie. Und Christoph Schösswender erneut Probleme hat. Warum sind wir hier? Sehr resoluter Einstieg war das von Steffen Hofmann. Stange. Ja, gut getimt auf Kainz, der vor Bayern Zwierschitz. Flanke gut, aber etwas zu hoch für Jelic und nicht weit genug für Alla. Der kleinste Mann auf dem Platz klärt per Kopfballabwehr. Stangl, der da durchlässt für Schwab. Hofmann, rechts Auer, völlig blank. Da ist Stefan Auer. Und da ist nicht das 1-0 für Rapid. Die erste hundertprozentige Gelegenheit für die Gäste vergeben von Deniala. Ja, kaum ist mal etwas mehr Platz, geht bei Rapid schon was. Admira hat sich da ausschließlich darauf konzentriert, im Zentrum dicht zu stehen. Dadurch hatte Auer viel Platz und dicht zu stehen hat in diesem Fall nicht bedeutet, dass auch einer bei Deniala war. Also nach Top-Gelegenheiten steht es nach knapp 24 Minuten hier 2-1 nur noch für die Heimischen. Gespielt. Diesmal ist es noch gut gegangen. Plutsch rutscht da vorbei. Schwab auf Auer. Diesmal hat er nicht so viel Platz. Guter Pass auf Alla. Der zwar den Ball an Wostre vorbeibringt, aber nicht mehr bewerkstelligen kann. Der ihn selbst ein wenig aus der Balance gebracht hat. Falls Sie jetzt einen Schepperer gehört haben, das waren die Krücken von Christopher Thibon, der in einer unmittelbaren Nähe auf dem Kommentator-Balkon das Match verfolgt. Also Rapid bekommt etwas mehr Zugriff auf dieses Spiel, nachdem die Mannschaft fast 20 Minuten hier nur hinterhergelaufen ist. Die Admira hat losgelegt wie die Freiwillige Feuerwehr, hat es allerdings verabsäumt, den Führungstreffer zu machen. Ruhig.
darf er auch aufnehmen mit den Händen. Schönes Wetter. Oh, der war gut auf Zwierschitz, der war nicht so gut. Max Hofmann klärt. Schusswetter auf Blutscher, aber da ist Sondleitner aufmerksam. Schon wieder dieser Spiridonovic. Der Rapid in dieser ersten Hälfte genug Rätsel aufzulösen gibt. Nicht immer wusste Rapid die richtige Antwort. Stehen hinten, kompakter stehen, das waren die Anweisungen von Oliver Lederer, der auch gemerkt hat, dass Rapid hier etwas besser ins Spiel gekommen ist. Hofmann bekommt nachträglich den Freistoß. Zunächst Ebner mit der Hand dran. Aber wenn wir an diesen Freistoß für die Admira nach dem angeblichen Foul von Hofmann denken, 1:1 an vielleicht fragwürdigen oder überzogenen Freistoßentscheidungen. Aber Hofmann kommt über den Flügel, da ist Spiridonovic weit weg, kann auch dann Hofmann nicht daran hindern, weiterzulaufen. Lackner klärt. Auf Kosten der dritten Ecke für Rapid, das wird die erste von der rechten Seite. Für Grachowicz, das war ein ganz schöner Kracho, wenn es nicht allzu weit gekommen ist. Aber immer auf Spiridonovic. Das war ein klares Foul von Steffen Hofmann und dafür sieht er auch gelb. Dominik Oschan hat da nicht drei Bier bestellt, sondern gezeigt, das wurde ein drittes Foul. Und deswegen gibt es die Verwarnung. Und damit ist Steffen Hofmann der erste Rapid-Spieler in der Saison, der bei 4 gelben Karten hält. Bei der Admira heute einer gefährdet. Thomas Ebner steht schon bei 8. Freistoßflanke entsorgt von Auer. Und immer wieder der Versuch mit solchen Diagonalpässen in der Luft, auch die nach einer Standardsituation noch vorne befindlichen hoch aufgeschossenen Defensivkräfte einzusetzen. Die sollen den Ball dann verlängern. Das hat Schösswetter jetzt auch versucht, aber es ist ihm nicht so wirklich gelungen. Blutsch und Knasmüllner betreiben schon wieder Offensivpressing. Keins sorgt dafür, dass Jörg Siebenhandel auch mal einen Sprint in dieser ersten Hälfte abliefern darf.
Schwab startet da im Zentrum. Haller will es besonders schön machen. Rapid verliert den Ball. Spiridonovic in der Mitte. Knasmüllner, der nicht im Abseits war. Raus auf Bayrami. Eldo Bayrami! Und Spiridonovic, da ist Strebinger. Nochmal Spiridonovic. Boah. Also die Rapid-Verantwortlichen haben sich jetzt furchtbar aufgeregt über die nicht angezeigte angebliche Abseitsstellung von Knasmüllner. Aber hier ist gut zu sehen, der war um Weiten nicht vorne. Gut gesehen von Richard Hübler. Knasmüllner war sich dann offenbar einen Augenblick lang selbst nicht so sicher, ob er da weiterspielen darf. Metalltreffer Admira und Spiridonovic. Beim ersten Mal scheitert er an Strebinger, beim zweiten Mal zieht er den Ball knapp übers Tor. Und nach dieser Aktion, spätestens jetzt, obwohl Aller auch eine hundertprozentige für Rapid hatte, ist Rapid mit dem 0:0 sehr gut bedient. Rapid-Störversuche da tief in der gegnerischen Hälfte. Das kümmert Markus Wostri gar nicht. Spiridonovic für die Galerie und Wesely, der kommt zwar nicht bei Bayrami an, aber dann bei Knasmüllen, aber diesmal war die Fahne von Richard Hübler oben. Also einmal ans Gebälk. Dann Spiridonovic einmal knapp übers Gebälk. Es ist einiges geboten am heutigen Abend hier in der BSFZ-Arena und hauptverantwortlich dafür ist die Admira im Allgemeinen und Spiridonovic im Speziellen. Keins ignoriert diesmal den mitgelaufenen Stangl. Die Flanke hat Wostri. Mit der Spielverlagerung auf Stangl, Kainz. Auch diesmal lässt der Stangl im wahrsten Sinn des Wortes links liegen. Also heute wird die 18. Runde abgeschlossen. Am kommenden Wochenende folgt sogleich die 19. Rapid hat ein Heimspiel gegen Ried. Die Admira fährt nach Graz. Eröffnet wird diese Runde, wir haben es gesehen, mit der Partie WRC gegen Austria Wien. Völlig über den Außenriss gerutscht, daher landet der Ball auch in der Pampa. Der Druck gesetzt von Aller. Es hat etwas
hektisch mit dem Abschlag, der dann bei Sandleitner landet. Nostri mit etwas zu viel körperlichem Einsatz in diesem Luftduell mit Aller. Das Haarband bei Markus Nostri ist ja Geschichte, vielleicht hat es ihn doch zu sehr abgelenkt. Seit der Partie bei der Wiener Austria spielt er mit den flotten Zöpfchen am Hinterkopf. Auf Aller. Ui, da ist die Admira jetzt etwas schlafmützig und Deni Aller trifft zum zweiten Mal Metall. Beim ersten Mal war es die Außenstange und da hat er vielleicht etwas zu genau gezielt. Aber plötzlich die Admira ohne Zugriff, weit weg von den Gegenspielern. Und prompt ist die Chance für Rapid da. Auch richtig gemacht von Aller selbst abzuschließen. Jelic wäre hier im Abseits gestanden. Schnabel mit dem rechten Fuß. Blockiert da der linke, in dem Fall der Standfuß sei ihm weggezogen worden. Schwab gut auf Keins, der nach der Ecke immer noch rechts lauert und da ist der Treffer. Deni Aller im dritten Versuch bringt er den Ball doch ins Tor von Jörg Siebenhandl. Drittes Saisontor für Aller, Vorbereiter, na wer denn sonst? Florian Keins. Wessely gibt, weil er da ins Kopfballduell mit Schwab geht, seinen direkten Gegenspieler Preis. Keins fackelt da nicht lange und Aller ist gedanklich schneller als Nostri. Für Florian Keins bereits der 9. Saison-Assist. Seine persönliche Bestmarke von 7 hat er ja am vergangenen Sonntag schon übertroffen. Die Admira also wieder mal 0:1 zurück. Das ist keine Seltenheit. Zum 11. Mal passiert das. Bereits 7 Punkte haben die Niederösterreicher, nachdem sie das erste Gegentor in einem Spiel kassiert haben, noch geholt. Auch bei den vergangenen 3 Unentschieden vor der Schlappe in Wolfsberg. Bei 3:1:1 hat jeweils der Gegner den ersten Treffer erzielt. Da ist ein Tiefschlag für die Herren in Rot und Schwarz, die hier wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Aber sie haben eben ihre Chancen nicht genützt. Rapid, eine von dreien, sehr wohl. Und somit führt der augenblickliche Tabellenführer der Tipico-Bundesliga 1:0. Spiridonovic. Da kommt Jules Winter nicht dran. Zögert Siebenhandl und hat Glück, dass Stefan Auer mit diesem langen Ball letztlich nichts anzufangen wusste. Jetzt den rechten Verteidiger, verliert hier gegen Spiridonovic den Ball. Bei Rami. Wieder Spiridonovic. Ein ordentlicher Hammer, aber direkt Richtung breite Brust von Richard Strebinger. Der nächste Abspielfehler bei Rapid in der Vorwärtsbewegung. Keins war es diesmal. Spiridonovic, ja, da verzettelt er sich wieder in Dribblings gegen 2 Gegenspieler. Dann ist meistens Schluss.
um das mit dem 0:1 noch zu vollenden. Auch beim letzten Gastspiel von Rapid hat die Mannschaft aus Hütteldorf hier 1:0 geführt. Hatte damals die Partie eigentlich völlig im Griff und da ist Thomas Weber einer abgerissen aus gut 30 Metern Entfernung. Der von Rapid damals Maric, der diesen scharfen Flatterball nicht parieren konnte. Recht eng an der rechten Seitenlinie. Sandleitner setzt sich da mühelos gegen Gnasmüller durch, der sehr stark begonnen hat, heute auch unglaublich viel unterwegs ist, für seine Verhältnisse zumindest. Da vorne zeigen 3-4 Spieler auf, die den Ball gerne hätten. Sicherheitsvariante über Keins. Die Ordnung im Spiel von Rapid ist wiederhergestellt. Stefan Auer, der sich da kurz als Sturmspitze herumgetrieben hat, auch zu einer Möglichkeit gekommen ist, wieder rechts hinten. Und Stefan Schwab probiert da seine Torhüter und die Nerven seines Trainers gehörig aus. Schwab. Das war etwas zu weit vorgelegt von Spiridonovic für Lackner. Da kommt nicht einmal der mit seinen langen Beinen hin. Letzte offizielle Minute in diesem sehr unterhaltsamen, kurzweiligen Fußballspiel. Zieht zurück, Hofmann bleibt an Ebner hängen. Und dann die Kontermöglichkeit. Schwab in den Lauf von Keins. Zwierschitz als letzter dran, auch wenn er das Gegenteil behauptet. So gibt es noch eine Ecke für Rapid. Und mit Ablauf der Spielzeit in dieser ersten Hälfte, denn von einer Nachspielzeit war er in der Kommunikation zwischen Dominik Oschan und seinem vierten Offiziellen Walter Altmann nicht die Rede. Ganz mal eine Variante, die aber wohl eher dazu dient, dieses 1:0 in die Pause zu bringen. Das ist Rapid gelungen. Deni Alla macht den Unterschied mit seinem Treffer, nachdem er zuerst die Außenstange und dann die volle linke Stange getroffen hat. War an für 3 von 4 Torschüssen von Rapid verantwortlich, hat alle seine Zweikämpfe gewonnen. So also eine gute Entscheidung von Zoran Barisic, ihn in die Startelf zu bringen. Da ist nochmals der Treffer ausgehend von dieser Ecke von Keins. Dann reklamiert Stangl hier Foulspiel. Dominik Oschan hat die gute Sicht, lässt weiterspielen, aber dann passiert's. Dann kommt der weite Ball, da geht Wessely in den Kopfball-Zweikampf mit Schwab, verliert ihn. Dann hat Keins nicht im Abseits viel Platz. Wostri und Siebenhandel
lassen den Ball Ball sein und Aller sagt Danke. Auf der anderen Seite war Sercan Spiridonovic an 6 von 8 Admira-Schüssen beteiligt. Den gefährlichsten hat aber Knasmüllner abgegeben, der die Querlatte getroffen hat. Ja, die Admira hat die Chancen nicht genützt. Rapid hat eine genützt, führt 1:0. Wer bei den anderen Spielen noch was genützt hat, erfahren Sie in Kürze von Martin Konrad und seinen beiden Experten im Sky-Fußballstudio. So jubelt Danny Ala nach seinem Führungstor für Rapid in der Südstadt gegen die Admira. Willkommen zur Pausenanalyse der Sky-Konferenz in der 18. Runde. Begrüße Sie sehr herzlich mit unseren heutigen Sky-Experten, mit Alfred Tata und mit Heribert Weber. Schönen Abend. Harry, Rapid führt, aber es stellt sich die Frage, warum? Ja, das ist wirklich die große Frage. Diese erste Hälfte war unglaublich. Rapid in der Defensive, außer Rand und Band, unglaubliche Fehler. Sehr viele Torchancen zugelassen und trotzdem führt Rapid 1:0. Ja, die Admira, Alfred, hat vor allem in den ersten 25, 30 Minuten eine Unzahl an großen Chancen gehabt. Wir können uns diese Szenen auch gleich ansehen. Und zwar im Schnelldurchlauf, wenn man so möchte. Zunächst Grahovac mit dem Fehlpass und der ersten großen Möglichkeit nach 6 Minuten für Speedy Spiridonovic, der hier allerdings dann die schlechtestmögliche Entscheidung trifft. Danach wieder ein Fehler, diesmal von Auer, aber Knasmüllner, der heute den Vorzug gegenüber Stakel bekommt mit der Chance. Und dann sehen wir auch die dritte gefährliche Aktion nach einer halben Stunde. Zweimal kein Abseits. Zunächst bei Rami, der Pech hat, Aluminium. Und im Nachschuss scheitert dann auch Spiridonovic erneut. Sehen wir dann auch, Alfred, warum hat die Admira heute so Probleme mit dem Torschießen? Ja, das ist offensichtlich. Und wir erinnern uns, zu Beginn der Saison war es ja genau umgekehrt. Die Admira hatte vielleicht eine oder eineinhalb Chancen und gewann dann 2:0. Und heute haben sie 3 Hochkaräter und bringen den Ball nicht ins Tor. Wobei die Vorbereiter waren ja immer Rapid-Spieler oder in den meisten Fällen. Also Rapid war in der ersten halben Stunde wirklich außer Rand und Band. Symptomatisch war auch ein Foulspiel von Steffen Hoffmann, der einem Fehlpass, den er begangen hat, nachgelaufen ist und einen Frustfall begangen hat. Man hat also hier schon gesehen, dass in der Mannschaft jeder gespürt hat, das wird heute ein schwieriger Tag. Ja, Hoffmann hat auch Glück gehabt, 2 Gelbfouls, aber nur einmal gelb gesehen, dass er überhaupt noch im Spiel ist. Und dann aber trotzdem Danny Ala mit der ein oder anderen Aktion in der Offensive, wo es auch natürlich schon früher für Rapid ein Tor hätte geben können. Nach 23 Minuten mit dieser Chance, die kann man auch verwerten. Nach diesem Querpass und dann hat er Pech beim Schuss in der 37. Minute. Insgesamt schon 4 Aluminiumschüsse von Danny Ala. Ja, aber da sieht man schon, dass er sehr aktiv war, dass er wirklich ein Tor erzielen wollte. Er hat Pech gehabt, zweimal in Wirklichkeit auf die Stange und dann ist ihm doch noch das Tor gelungen. Ja, setzt er heute Schobesberger und dann macht Danny Ala nach 3 Monaten wieder mal ein Tor in der Bundesliga. Und das ist die Entstehung. Es ist einmal mehr Florian Kainz, aber nicht über die linke Seite, Alfred, sondern über die rechte. Aber es ist seine 9. Torvorlage und Danny Alas 3. Saisontreff. Ja, interessant ist, dass von der Grundaufstellung ja dort Ala spielen sollte auf dieser rechten Position. Also verkehrte Welten heute. Interessant finde ich auch, dass wir jetzt dreimal Ala erwähnt haben, aber noch nie Jelic, der eigentlich nominell der zentrale Stürmer ist. Also jetzt haben wir Jelic erwähnt. Ja. Gut, aber leider in keinem Zusammenhang mit einer Szene. Okay, gut. Also Rapid führt und was sagt uns das im Moment in der Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga? Aktuell ist Rapid auf Position 1 und damit wäre Rapid Herbstmeister. Kollege Leitners Pausentee ist ausgetrunken. Hier ist Maria Enzersdorf. Wir stehen unmittelbar vor Beginn der zweiten Hälfte im Spiel Admira Wacker Mödling gegen Rapid Wien. Rapid führt durch das Tor von Danny Ala mit 1:0 und bringt einen neuen Spieler, Philipp Schobesberger. Neu in der Partie, Steffen Hofmann ist nicht mehr hundertprozentig fit, musste raus. Das erklärt vielleicht auch seine eher bescheidene Vorstellung in den ersten 45 Minuten. Das hat natürlich noch eine Veränderung zur Folge. Schobesberger auf dem rechten Flügel, dort wo größtenteils in der ersten Hälfte Aller gespielt hat, der jetzt die Hofmann-Position im zentralen offensiven Mittelfeld
hinter Sturmspitze Jelic übernimmt. Die Admira ihrerseits noch mit den Elf, die das Spiel auch begonnen haben. Hier mit Kapitän Schösswender. Dass sie jetzt erst dazugekommen sind, liebe Zuschauer, die Admira hatte eine gute erste Hälfte, hatte eine Vielzahl von Chancen, auch möglich gemacht durch eigentlich grausame Abwehrfehler, die sich Rapid in den ersten 25 Minuten geleistet hat. Klaas Müller hat einmal die Querlatte getroffen, Deni Ala hat einmal außen und einmal Vollstange getroffen, ehe er dann auf Vorlage von Florian Kainz den bisher einzigen Treffer im Spiel erzielt hat. So, weiter in Richtung Jelic. Der begeht da in der Luft ein Foul gegen Markus Wostri. Das Aufstützen. Und ihre Chancenverwertung. In den ersten Runden haben wir immer über diese unglaubliche Effizienz der Niederösterreicher gesprochen. Spätestens ab dem zweiten Saisonviertel ist die der Admira völlig abhanden gekommen. Und eine Ausnahme, das war der 4:0 Erfolg in Mattersburg vor 2 Monaten. Das war auch das letzte Spiel, das die Admira in der Liga bis dato gewonnen hat. Lagner, da war ein ziemliches Loch zwischen den Defensivspielern und den Offensiven. Ebner nicht gefault. Kontermöglichkeit Rapid über Jelic. Auer. Ja, versucht das Spiridonovic einzupacken. Das gelingt ihm auch, aber dann kommt der Fehlpass auf Blutsch, weil er eben zu lange mit dem Abspiel gewartet hat, der Stefan Auer. Ja, wenn es die Admira jetzt flotter spielt, dann gäbe es hier vielleicht noch Lücken in der Rapid-Verteidigung. Es war nicht flott und es war in letzter Konsequenz dann auch von Bayrami nicht gut gespielt. Bayrami früh erahnt, Ball war auch sehr lange in der Luft. Dann will er den Freistoß, den bekommt er nicht. Und das zu Recht. Schwab, oh, mit Leichtigkeit da vorbei an Schösswender, der dann auch keinen Foul begehen wollte. Jetzt hat er eins begangen, sagt Dominik Oschan, und es gibt Freistoß für Rapid. Sieht Schösswender noch zurück, das wäre ein klares Gelbfoul geworden. Da erwischt er Stefan Schwab dann ganz knapp außerhalb des Strafraums an der Ferse. Oder doch nicht, doch nur mit den Händen. So hat es zumindest aus dieser Einstellung ausgesehen. Keins. Siebenhandel kommt, wird da ordentlich attackiert in der Luft von Stangl und gibt zu Recht Freistoß für die Heimischen. Ja.
Vogelsberger. Ja, der hat noch viel Kraft, viel Tempo im Fuß, aber hier hat er den falschen Gang gewählt. Schusswender, keine Hilfe auf dem rechten Flügel, da hört der Pass zurück. Der Rame war da im Zentrum unterwegs, lauernd auf einen langen Ball von Schusswender, aber der kam eben nicht. Ebner sucht Zwierschitz, findet keins. Schusswender entscheidend gestört von Jelic, der hört der Ball im Seiten aus. 6 Minuten jetzt gespielt in dieser zweiten Hälfte. Das Baumeisters-Team hat in der Anfangsphase dieses Matches richtig gut Fußball gespielt. Augenblicklich bringen die Niederösterreicher noch keinen Fuß auf den Boden seit Wiederbeginn. Schugersberger bleibt zum zweiten Mal kleben, diesmal bei Wesseli. Vorne nur Knasmüller. Jetzt rückt bei Rami nach. Knasmüller macht das gut und bekommt jetzt zurecht den Freistoß. Das war ein, naja, nicht gerade wiffes Foul von Stefan Schwab. Viel hätte da Knasmüller wohl nicht mehr bewerkstelligen können. So gibt es den Freistoß. Also richtig torgefährlich nach den Freistößen in der ersten Hälfte ist der Admira nicht geworden. Dazu waren die Flanken einfach zu schwach. Was hat Spiridonovic jetzt drauf? Oh, den lässt Strebinger aus. Zwierschitz 1-1. Zweite Saison der Stefan Zwierschitz. Sein 7. Bundesliga-Tor insgesamt. Und jetzt hat er mehr mit dem Fuß als mit dem Kopf erzielt. Nämlich 4. Aber was war das für ein Patzer des Rapid-Goalies? Der Freistoß gar nicht mal so gut. Und den darf Strebinger einfach nicht auslassen. Gegen die Austria bei der ersten Saisonniederlage hier in diesem Stadion hatte Zwierschitz ganz am Schluss eine ähnliche Chance. Da hat er den Ball an Robert Allmann nicht vorbeigebracht. Hier war es dann letztlich nicht mehr ganz so schwer zu vollenden. Spiridonovic. Knasmüller kreuzt, Spiridonovic ignoriert ihn, versucht es wieder selbst. Ja, der war zwar nicht scharf, aber sehr platziert geschossen. Jetzt macht Strebinger alles richtig. Also wenn das so weitergeht mit Sergej Spiridonovic, dann stellt er heute einen Allzeit-Bundesliga-Rekord auf, was die Versuche betrifft, des Gegners Tor zu treffen. Sieger in diesem Kopfballduell. Also Wesseli macht mir keinen angeschlagenen Eindruck, aber die Admira bereitet trotzdem seine Auswechslung vor. Lukas Grozarek, Ex-Rapidler, soll in Kürze für den linken Verteidiger kommen. Das würde dann wohl auch bedeuten, dass Ebner wohl auf die Position des Linksverteidigers zurückrücken würde. Aber schauen wir mal, was passiert. Grozarek ist bereit. Wesseli in diesen ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte eigentlich stark. Hat Stobesberger aufgehalten, hat 2 Kopfballduelle gewonnen. Wir werden das auch auf den Grund gehen.
Genialer mit dem eher schwachen Freistoß. Jörg Siebenhandl versucht das Spiel gleich wieder ganz nach vorne zu verlagern. Das ist ihm auch gelungen. Knasmüller behauptet den Ball gegen Kainz und wird dann von selbigen gefault. Gelb jetzt auch für Kainz. Steffen Hofmann hat in der ersten Hälfte seine vierte Gelbe gesehen, ist aber nicht mehr im Spiel. Für Kainz ist es ebenfalls die vierte. Jetzt kommt der Wechsel bei der Admira. Wesseli kommt runter. Und Grozarek kommt. Langwierige Verletzung, diese Zerrung im Hüftbeuger. Mitten im Cup-Spiel gegen Wallern sollte beim bis dato letzten Heimspiel gegen Altach eigentlich in der Anfangsformation stehen, Lukas Grozarek, aber die Verletzung wurde dann wieder akut. Jetzt spielt er endlich wieder, Spiridonovic, guter Freistoß. Und dann Schösswender vielleicht etwas überrascht, dass der Ball tatsächlich bis zu ihm gekommen ist. Wie erwartet, Ebner jetzt auf der Position des Linksverteidigers. Plutsch rückt ein wenig zurück auf die Position, die Ebner zuvor begleitet hat. Grozarek und Knasmüller werden einander jetzt wohl, was die Position des Mittelstürmers betrifft, abwechseln. Neuer Gegenspieler, altes Lied, kein Vorbeikommen für Philipp Schobesberger. Rami, Grozarek auf Knasmüller. Knasmüller schießt ihn wieder nicht ins Tor. Wunderbar von Grozarek, dieser kurze Touch und dann Knasmüller mit der Innenseite. Meine Herren, was lässt die Admira da heute an Riesentorchancen liegen? Boah. Ja, aber dieser zugegeben glücklich entstandene Ausgleichstreffer hat den Niederösterreichern hier wieder richtig Mut gemacht und hat bei Rapid doch Spuren hinterlassen. Offizielle Besucherzahl da 5000. Also mit meiner Schätzung war ich nicht so schlecht. Im Rapid-Gäste-Fansektor immer noch gute Stimmung, viel Betrieb und beinahe die Freude über den erneuten Führungstreffer. Deniala hatte schon wieder ein Goal auf dem Fuß. Und Kleber da sofort abzuziehen, auch im Bedrängnis. Der geht wirklich hauchzart am Kasten von Jörg Siebenhandl vorbei. Rami, Knasmüller, da ist Lackner in der Position des linken Flügels. Spiridonovic, ja, und wieder ein Dribbling statt abzuspielen. Das wird man ihm wohl nicht mehr abgewöhnen. Zwirschitz mal auf Verdacht, Grozarek war nicht im Abseits, bei Rami schon, der durfte nicht eingreifen. So, Stangl in den ganz leeren Raum. Sandleitner gegen Spiridonovic, der hat noch keine Unterstützung, jetzt kommt sie. Wieder Sergej Spiridonovic. Er und Deniala sicherlich die prägenden
Kicker dieser Partie soweit. Die ist jetzt etwas mehr als eine Stunde alt. Grotzerek im Abseits. Jetzt hat auch er einen unerklärlichen, grausamen Pass nahe des eigenen Strafraums gespielt. Damit sind praktisch alle Rapid-Defensivspieler in dieser Partie mit so etwas vorbelastet. Aber es ist alles gut gegangen für die Herren, die heute hier ganz in Weiß auftreten. Nur der Fehler des Torhüters war nicht mehr zu reparieren. Wagner auf Grotzerek. Ja, war keine optimale Ballannahme und kriegt den Elfmeter. Die Sache schien vorbei. Grotzerek hat sich den Ball da sehr weit vorgelegt. Strebinger hat kurz gezögert und das fällt ihm womöglich jetzt auf den Kopf. Schauen Sie, wenn er gleich kommt, ist er eindeutig früher dran, er kommt aber nicht gleich. Grotzerek spielt den Ball weg. Strebinger in der Laufrichtung des Gegenspielers. Da gibt es keine zweite Meinung. Nicht Christoph Schösswender, der gegen Altach hier vom Punkt getroffen hat, sondern der Mann, der es heute wirklich wissen will. Serjan Spiridonovic schießt den Strafstoß und er schießt ihn rein. Zweites Saisontor, die Admira hat die Partie gedreht. Und das dank Richard Strebinger. Zuerst der Patzer nach dem Freistoß von Spiridonovic zum Ausgleich von Zwierschitz, dann dieses Elferfoul und den Strafstoß kann er nicht haben, entscheidet sich früh für die andere Ecke, Spiridonovic trifft punktgenau. So, Zoran Barisic wird in Kürze wieder reagieren. Thanos Petzos macht sich da unten bereit. Und unmittelbar neben mir, das darf ich Ihnen auch sagen, jetzt sehr betroppetzte Minen, denn zu Christopher Dieborn hat sich auch Steffen Hofmann dazu gesellt. Denn man kann das Geschehen auf dem Spielfeld natürlich jetzt überhaupt keine Freude machen. Also Rapid jetzt dringlichst gefordert. Die Tabellenführung ist mal futsch. In unserer beliebten Live-Tabelle. Die Führung ist futsch. Und der Admira hat viel Selbstvertrauen, auch wenn Lackner hier beinahe einen Bock schießt. Keins. Ah, gute Flanke. Und wichtig für die Niederösterreicher, dass Lackner da mit dem Kopf noch rangekommen ist. Jelic war bereit für einen gefährlichen Kopfball aufs Tor. Ballannahme von Grotzerek, aber diesmal ging es auch in die andere Richtung. Ebner. Einwurf Admira. Rapid bringt jetzt Thanos Petzos und bringt ihn anstelle von Serjan Krachowatz. Torschütze im vergangenen Sonntag bei abgefälschten Freistoß. Gutes Spiel gegen Altach gemacht, aber jetzt wie die gesamte
Rapid-Mannschaft in der zweiten Hälfte auf Souterrain-Niveau, vor allem was die Defensivspieler betrifft, inklusive Torhüter Strebinger. Thanos Petzos am Sonntag noch in der Anfangsformation, dann ausgewechselt, was ihm gar nicht behagt hat. Hat ziemlich herumgetreten und gewütet. Apropos wüten. Das ist sein erster Auftritt. Foulspiel gegen Knassmüller. Nochmals, auch wenn er zwei Riesengelegenheiten heute liegen gelassen hat. Das ist wohl das beste Spiel von Christoph Knassmüller, seit er wieder in Österreich ist, seit er für die Admira spielt. So viele Einsatzminuten hat er ja hier nicht bekommen, aber heute ist er richtig gut. Spiri Donovic. Ein Hybrid aus Torschuss und Freistoß, Flanke 9. Abschlüsse hat Spiridonovic schon zu verzeichnen von insgesamt 13 des Teams von Baumeister und Lederer. Rapid steht insgesamt bei nur 6. Allerdings landeten da einer im Tor und zwei am Metall. Ganz für Schwab, aber den erläuft er nie und nimmer. Zwölfte Mann, Oliver Lederer, spielt diese Partie mit in der Coaching-Zone. Die werden das sicher kennen, die beiden Trainer von Admira Wacker Mödling wechseln einander da immer ab. Ernst Baumeister, wenn er vorne steht, eher der stoisch ruhige Beobachter. Oliver Lederer immer wieder mit Tipps und Tricks und Anweisungen. Und der macht ordentlich Kilometer vor der Bank. Stangl. Der Druck gesetzt von Bayrami. Sonnleitner. Der Versuch, über einen sogenannten zweiten Ball da Richtung Tor zu kommen. Schobesberger hat es versucht, aber der zweite Ball landet beim Gegner. Leitner ist früher dran als Ebner. Guter Einsatz von Lagner. Knasmüller. Naja, war vielleicht einen Versuch wert. Ja, jetzt werden wieder Fragen auftauchen. Zu viel rotiert möglicherweise Soran Barisic, aber gebe zu bedenken, dass Rapid erst am Sonntag gespielt hat. Die hat mir schon einen Tag vorher. Beide allerdings auch mit unterschiedlichen Erfolgserlebnissen, eher pro Rapid. Naja, zwei dieser fünf Veränderungen hat der Rapid-Trainer ja mittlerweile korrigiert. Schobesberger und Petzos zählten eben am Sonntag noch zum Startpersonal. Aber es wäre irgendwie schon eine Art der Ironie. Da gewinnt Rapid endlich wieder mal ein Bundesligaspiel nach einer Europa-League-Partie. Kommt eigentlich mit Selbstvertrauen vollgepumpt hierher zu einer Mannschaft, die am vergangenen Samstag eine böse Klatsche bekommen hat. Und spielt von Anfang an zögerlich, fehlerhaft und nicht auf dem Niveau, auf dem Rapid spielen
könnte. Weit davon entfernt. Führt trotzdem zur Pause 1:0 und lässt sich in der zweiten Hälfte diese Führung nicht nur nehmen, sondern gerät dann auch noch in Rückstand. Aber noch ist ja Zeit. In Kürze beginnt die letzte Viertelstunde und da ist Rapid in dieser Saison wieder sehr treffsicher. 10 Treffer schon. Auch beim letzten Auswärtsspiel hat Matejelic nach Minute 75 getroffen. Damals war es allerdings eher eine Zugabe beim 6:1 in Mattersburg. Apropos Jelic, der hat es in Bälde überstanden. Filip Prosenik macht sich bereit. Weiter. Kein Foul von Grozerek, sagt Dominik Oschan, aber dann wieder so ein ganz schlechter Ballkontakt, der eine mögliche Chance verhindert. Ja, das ist auch kein Foul von Grozerek, der hier einfach nur zum Ball geht. Max Hofmann hat es trotzdem wehgetan. Jelic tut heute keinem mehr weh, bleibt dabei, wenn der trifft, dann nur als Joker. Heute kam er nicht einmal dazu, eine Torchance zu vergeben. Einmal wäre ihm beinahe in der ersten Hälfte ein Schösswender Ball 6 Meter vor dem Tor vor die Füße gefallen, aber eben nur beinahe. Lackner wieder mal ein Bein dazwischen. Und Siebenhandl hat naturgemäß jetzt keine große Eile. Der Abschlag war nicht gut, landet der Schwab. Das war auch nicht gut von Maximilian Hofmann. Also weiterhin Nervenflattern in der Rapid-Defensive, vor allem beim Spielaufbau. Der war gut von Petzels, Schwab, Auer. Ebner rückt rein, Spiridonovic kann die Flanke nicht verhindern und Zwierschitz macht das ganz cool. Zurück, etwas stark gespielt bei Rami, Knasmüller im Abseits. Etwas zu spät kam da der Pass. Aber wieder wurde Rapid hier mit 2 Pässen völlig ausgehebelt. Die Abseitsentscheidung ist richtig. Stellungsspiel von Thomas Ebner, der früh genug ins Zentrum reingerückt ist. Bacchandica, Rapid-Viertelstunde. Also zumindest die Anhänger der Grün-Weißen haben die Hoffnung auf zumindest einen Punkt am heutigen Abend noch nicht aufgegeben. Die Mannschaft sicherlich auch nicht, aber es wäre verwegen, jetzt davon zu sprechen, dass Rapid hier auf den Ausgleich drückt. Aber
bei aller Kritik an Rapid sollten wir nicht darauf vergessen, die Admira zu loben, die also wirklich eine tolle Reaktion nach diesem furchtbaren Auftritt am Samstag in Kärnten gezeigt hat. Ort des Einwurfes von Stefan Auer um gut 10 Meter überschritten. Damit wandert der Ball in die Hände der Admira, in die Hände von Stefan Ebner. Von Thomas Ebner. Stefan Ebner ist vielleicht auch im Stadion heute. Stürmerfall Knasmüller. Sein zweites Spiel damals als Cheftrainer von Oliver Lederer, als Rapid hier zu Gast war und Rapid besiegt wurde. Vielleicht gibt es ein Déjà-vu für den mittlerweile 1B-Trainer von Admira Wacker Mödling. Es war gut gespielt von Kainz Stangl und dann kommt Berami. Die sechste Ecke für Rapid, zum Vergleich, die Admira hatte noch gar keine. Aber die holt auch die wenigsten Ecken in der Liga heraus. Rapid auf der anderen Seite die meisten. Kainz gefinkelt. Kam auch Max Hofmann im vollen Lauf daher, aber Jörg Siebenhardl hat alles unter Kontrolle. Fighten die Niederösterreicher hier, als wäre es ihr letztes Spiel. Spiridonovic, Knasmüller kann gar nicht mehr nachhecheln. Spiridonovic, Schuss geblockt im allerletzten Augenblick. Aber jetzt natürlich auch die Frage, geht das jetzt wieder los mit den vielen vergebenen Möglichkeiten bei den Niederösterreichern? Das könnte ihnen noch wehtun in der Endphase dieser Partie. Die Vorentscheidung, die berühmte, hatten sie jetzt schon mehrmals auf dem Fuß. Stangl. Ja, Berami macht das ganz geschickt. Das ist auch seine Nominierung heute wohl ein Glücksgriff bei der Admira. Nachdem Maximilian Sachs schon ein wenig der Saft ausgegangen ist. Siebenhardl kommt, hat den Ball innerhalb des Strafraums. Und von einem Foul können wir hier eher nicht sprechen. Natürlich hat Aller da ordentlich abgehoben, ist auch dann unglücklich aufgekommen. Aber was der Torhüter der Admira hier macht, ist absolut regelkonform. Ja, und dann nochmal die verabsäumte, möglicherweise entscheidende Gelegenheit der Admira. Aber sollten die Niederösterreicher die Partie gewinnen, wird keiner böse auf Sergej Spiridonovic sein. Der war heute bis jetzt zumindest einfach unglaublich. Und zwar unglaublich gut. Schobesberger. Ebner zögerlich, dann fällt Schobesberger, aber es war wieder kein Foul. Lackner, der da ein Bein dazwischen gestellt hat. Freistoß Admira. Thanos Petzus wirkt jetzt schon ähnlich gefrustet wie am Sonntag bei seiner Auswechslung.
Apropos Auswechslung, eine Wechseloption hat die Admira ja noch und die wird sie in Kürze ziehen. Das wird Spiridonovic runtergehen, das darf ich schon mal verraten. Aber noch ist er drauf, aber jetzt nicht mehr am Ball. Das hätte man, glaube ich, auch andersrum sehen können. Und apropos Frust von Thanos Petzos. Also für mich hat das auf den ersten Blick eher ausgesehen wie ein Foul von Lackner, der da mit dem gestreckten Bein reingegangen ist. Dominik Uschan hat es anders gesehen, gelb für Kritik und jetzt wohl ein Riesenabgangsapplaus der Admira-Fans für Serjan Spiridonovic. Es kommt alter Eintitz. 10 Abschlüsse hatte der Speedy heute. Das war sein gelungenster und der wichtigste. Der Strafstoß zur 2:1 Führung. Trab hinaus, sorgt er wahrscheinlich für eine weitere Minute Nachspielzeit. Für Eintitz ist es das Bundesliga-Debüt. Der hat in den vergangenen Wochen schon ein paar Mal angeklopft bei der Profimannschaft. In der vergangenen Saison an Horn in die Sky Go erste Liga verliehen. Christoph Schösswenter mit einem Abschluss, mit dem nicht viele gerechnet haben. Ziemlich gut angetragen. Vor allem für einen Innenverteidiger. Ja, Glasmüller, Krozorek. Da hat er keine Möglichkeit mehr abzuschließen. Sonnleitner und Strebinger waren da einander uneins. Bei Rami, Sonnleitner fliegt durch die Gegend. Und Krozorek wird fair vom Ball getrennt, aber bei Rami arbeitet sofort die Kugel zurück. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Admira hier einfach diesen Sieg unbedingt will, schon unbedingt wollte. Einfach präsenter in den Zweikämpfen ist. Sowohl körperlich als auch geistig. Abseitsentscheidung ist eher falsch, das war gleiche Höhe beim Abspiel, aber war eine Millimeterentscheidung, kein Vorwurf an den Assistenten, an Michael Baumann. Ebner geht kein Risiko ein, war auch richtig in dieser Situation. Kobisberger, ein wenig nach Abseits von Prosenik ausgesehen, war es aber wohl nicht. Jetzt, der Rame kommt da nicht mehr hinterher. Stangl auf Petzos. Kaum Spielraum da für Rapid, gut gelöst von Petzos. Keins auch elegant gegen Barami. Und die Flanke landet bei Ebner. Er verpasst dem Ball hier eine Trockenrasur. Schobesberger auf Schwab. Stefan Schwab, abgefälscht. Nur Einwurf. Gegen die Admira hat er sein letztes Bundesligator in dieser Saison erzielt. Der Schwabi, wie sie ihn hier noch immer alle nennen. Diesen 2:0 Heimerfolg im September. Seither in der Liga Schaffenspause. Jetzt flankt Bayrami mal in den eigenen Strafraum. Und dort macht Vostri Schluss mit Lustig. Also spätestens jetzt drängt Rapid wirklich mit allem, was der Mannschaft zur Verfügung steht. Na, wen wundert's? Petzos für Prosenik.
Es gibt Ecke. Rapid fordert einen Strafstoß zur Kontrolle. Prosenik früher am Ball, aber das ist kein Foul von Siebenhandl. Blöd für den Admira Goli nur, dass er den Ball dann noch ausgelassen hat. Denn somit gibt es einen weiteren Eckstoß für Rapid. Natürlich wieder von Florian Kainz getreten, viel zu kurz. Nächste Flanke Kainz. Siebenhandl überlässt Schösswenter die Arbeit. Der Rami kehrt gegen Stangl. Der ist schon wieder zu Boden gegangen. Also Rapid versucht jetzt natürlich auch mit allen Mitteln da Freistöße oder sogar einen Elfer zu schinden. Der dritte und letzte Wechsel bei der Admira. Knasmüller macht nach 87 Minuten Platz für René Schicker. Nochmals Kompliment an Christoph Knasmüller für seine bislang mit Abstand stärkste Vorstellung im Dress der Admira in der Bundesliga. Ja, aber auch er hätte hier schon für eine Vorentscheidung sorgen können, hat er aber nicht und somit lebt die Chance von Rapid auf einen Punktgewinn. Tschüss, Winter. 1, 2, 3, wer hat den Ball? Der Admira-Kapitän. Dann bei Rami einfach weg mit dem Ding. Krozarek weiter lästig. Und jetzt nicht im Abseits. Ja, aber dafür mit dem Ball im Seitenhaus. Also eine hektische Schlussphase. 2 Minuten noch offiziell. Bin mir sicher, dass es mindestens 3 Minuten obendrauf geben wird. Ja, Rapid will, Rapid drängt, aber Rapid kommt nicht zum Abschluss. Ganze 2 Schüsse haben die Wiener nach dem Seitenwechsel abgegeben. Der letzte in Minute 60 von Deniala. Der war richtig gut, war knapp daneben. Aber ohne herausgespielte Torchance wird es schwierig, hier noch das Ergebnis zu verändern. Schwab. Prosenik. Ah, Schösswenter, ganz routiniert. Ja, vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit aus einer Standardsituation. Die 3 Minuten Nachspielzeit mittlerweile bestätigt. Noch sind wir in der 90. Minute. Freistoß Deniala. Da kommt Siebenhandl, zögert ein wenig. Wostre mit dem Kopf dran. Und bei Rami wieder ein Admiraner. Einfach gedanklich schneller als mehrere Beatspieler rund um ihn herum. Auer, Krozarek fälscht die Flanke ab. Schicker, René Schicker für Lukas Krozarek. Der ist in der eigenen Hälfte gestartet. Kein Abseits. Lackner und Aildiz sind mit. Der entscheidet sich für Aildiz. Und dann der Cicca mit dem Matchball, mit dem deutlich vergebenen. Wahnsinn, was die Admira hier an Top-Chancen vergibt und trotzdem drauf und dran ist, dieses Spiel zu gewinnen.
gutes Tackling von Wostri. Schusswendner wieder 3 gegen 3. Kruzurek rechts, der war nicht in den Lauf gespielt, Tempo ein wenig draußen. Kruzurek noch immer. Schusswendner. Naja, der war eher aus der Abteilung, ich weiß nicht so recht wie. Und jetzt fehlt Christoph Schusswendner natürlich hinten. Lackner versucht da die Lücke zu schließen. Keins auf Stangl, der gegen Zwierschitz, der kann die Flanke blockieren. Nochmals Keins. Und das ist ein dankbarer Ball für Jörg Siebenhagel. Max Hofmann, na klar, jetzt alles hoch weit nach vorne, aber der Ball kommt postwendend zurück. Lackner. Helditz, Grozorek, ja, der hat mir jetzt im Bestreben, den Ball zu kontrollieren, hier keinen unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung zu produzieren. Die letzte Minute läuft. Geht. Christopher Diebon humpelt. Nochmal alles Gute auf diesem Wege. Helditz im Abseits. Ja, was habe ich gesagt? Der stoisch ruhige 1A-Trainer Ernst Baumeister angesichts des Spielstandes und der kurzen noch verbleibenden Spielzeit wird auch der richtig impulsiv. Schösswendter gewinnt das Kopfballduell mit Schwab. Und dann resolut hier Stefan Zwierschitz. Die letzte Chance ist vorbei. Admira Wacker Mödling gewinnt erstmals nach 2 Monaten wieder ein Bundesligaspiel. Am 3. Oktober das 4-0 in Mattersburg. Heute ein 2-1 gegen Rapid und das hoch verdient. Chancen waren da auf einen Kantersieg für Admira Wacker Mödling. Nicht unerwähnt sollten wir natürlich auch die guten Gelegenheiten von Deni Aller, die dir in der ersten Hälfte nicht genützt hat, lassen. Und Schösswendter ist völlig platt. Sergian Spiridonovic, 10 Abschlüsse, ein Treffer per Elfmeter. Schösswetter braucht dann sicherlich noch medizinische Unterstützung. War bis zuletzt nicht sicher, ob er spielen kann, wegen seiner Oberschenkelblessur. Er konnte. Rapid verliert noch 1:0 Führung. Die Admira feiert ihren 4. Heimsieg. Das ist einer mehr als in der gesamten Saison 2014-15. Und angesichts der Ergebnisse der in der unteren Tabellenhälfte beheimateten Teams ist das für die Admira auch richtig wichtig. Rapid verabsäumt also im Kampf um den Herbstmeistertitel der Austria etwas vorzulegen. Die kann es aus eigener Kraft mit einem Sieg gegen Sturm Graz schaffen. Viel Spaß dabei. Interviews und Spielbericht zu diesem Match gibt es ab 22.30 Uhr auf alle Spiele, alle Tore. Schönen Abend noch. Ja, das kann man gar nicht so für die Admira sagen eigentlich, denn die Mannschaft hat heute über 90 Minuten sehr stark gespielt und die Admira kann wieder gewinnen und das noch dazu ausgerechnet gegen Rapid. Heute also ein verdienter Heimsieg für die Admira, 2:1 gegen eine enttäuschende Rapid-Mannschaft, Gunter Schwarz. Rapid-Trainer Zoran Barisic rotiert nach dem Sieg gegen Altach 5 Neue ins Team. Und diese völlig umgebaute Mannschaft hat von Start weg große Probleme mit dem Pressing der Admira. Nach 5 Minuten spielt Grahovac diesen Katastrophenpass, den Sergian Spiridonovic beinahe zum 1:0 für die Admira nützt.
Der probiert sie mit dem Schubfall, hätte aber auch abspielen können. Die Admira ist aggressiv, ist lauf- und zweikampfstark und zwingt Rapid immer wieder zu Fehlern. Den nächsten macht Stefan Auer und dann gibt es die Chance für Knas Müllner, der diesmal als Solospitze eine starke Vorstellung abliefert. Rapid hat also zweimal Glück, findet dann etwas besser ins Spiel. Die 23. Minute. Steffen Hofmann, das ist Auer und dann gibt es die Möglichkeit für Deni Ala, der erstmals nach einigen Wochen wieder in der Startformation steht und der trifft hier die Stange. Die Admira ist besser, die Chancenverwertung der Niederösterreicher ist aber einfach unterirdisch. 31. Minute, Eldis bei Rami, der Ex-Rapidler mit dem Schuss an die Querlatte und dann hat Spiridonovic noch die Möglichkeit im Nachschuss und das sogar zweimal. Kein schlechter Abschluss, aber auch der geht knapp übers Tor. Die Rapidler haben hier ein Abseits reklamiert, das es nicht gab beim Zuspiel. Zunächst auf Knas Müllner, der leitet dann weiter auf Bayrami, der hier Pech im Abschluss hat. Ein schöner Schlenzer dann auch von Spiridonovic. Rapid kommt selten vor das gegnerische Tor, aber wenn, dann wird es richtig gefährlich. Und es ist immer wieder Deni Ala, der für diese Momente sorgt. Auch hier 37. Minute, nächster Alu-Treffer von Ala. Nur eine Minute später. Stefan Auer dann mit diesem langen Ball den Schwab verlängert für Kainz. Der legt quer und jetzt ist es passiert. Deni Ala mit dem 1:0 für Rapid in der 38. Minute. Für Ala ist es das dritte Saisontor, das erste seit August bei der Kopfballverlängerung von Schwab. Hier kein Abseits von Kainz, der dann den guten Stangler spielt in der Mitte, schläft Vostri und Ala vollendet. Damit jubelt Rapid über eine äußerst glückliche 1:0 Pausenführung in der Südstadt. Aber nach dem Seitenwechsel schlägt die Admira dann zurück und zwar relativ rasch. 53. Minute, Freistoß, Spiridonovic, da lässt Strebinger den Ball aus und Zwierschitz staubt ab. Erzielt sein zweites Saisontor und den Ausgleich. Das ist ein Fehler, der Richard Strebinger natürlich nicht passieren darf. Den Ball muss er festhalten, tut er aber nicht. Deshalb kann Zwierschitz dieses Tor erzielen, der Freistoß von Spiridonovic eigentlich harmlos. Damit schafft die Admira den verdienten Ausgleich und die Niederösterreicher wollen auch gleich nachlegen. 5 Minuten nach dem 1:1, diese schöne Kombination auf Christoph Knasmüllner. Der trifft aber das Tor nicht. Rapid ist nach der Pause kaum gefährlich. Die beste Chance gibt es nach einer Stunde wieder für Deni Ala nach diesem Freistoß von Kainz. Wesentlich konkreter ist die Admira. Schönes Zuspiel von Lackner auf den eingewechselten Grozorek. Strebinger zögert, kommt dann zu spät und macht das Foul. Und in der 63. Minute gibt es den Elfmeter für die Admira. Und den gibt es auch zu Recht. Grozorek hier schneller als Hofmann. Strebinger ist zu spät dran. Grozorek macht das auch clever. Und Spiridonovic verwandelt zum 2:1. Spiridonovic trifft nach dem Tor gegen die Austria, also auch gegen Rapid. Er zählt sein zweites Saisontor. Und die Admira hat mit 2 Toren aus Standardsituationen das Spiel gedreht und ist dem 3:1 dann näher als Rapid dem Ausgleich. Guter Schuss von Schösswenter. Da waren schon 83 Minuten gespielt. Rapid gibt nach der Pause nur 3 Torschüsse ab. Den letzten nach 85 Minuten. Das ist der eingewechselte Schobesberger und dann Stefan Schwab. Gefährlicher wurde es nicht mehr. Auf der anderen Seite hätte die Admira in der Nachspielzeit eigentlich noch ein Tor machen müssen. Bei dieser schönen Kontergelegenheit wieder ist der eingewechselte Grozorek beteiligt und ebenfalls neu im Spiel sind Ayildiz und René Schicker, der diese Möglichkeit vergibt. Der Endstand deshalb 2:1. Die Admira gewinnt verdient gegen enttäuschende Rapidler. Für die Niederösterreicher ist es der erste Sieg nach 6 Bundesligaspielen ohne vollen Erfolg. Bei Rapid gab es diesmal kaum Lichtblicke. Abwehrchef Mario Sonnleitner ist dementsprechend enttäuscht und auch ein wenig ratlos. Mario, man verliert hier 1:2. Wie würden Sie denn die Abwehrleistung Ihrer Mannschaft zusammenfassen in einem Satz heute? Das war miserabel von allen, egal von wem.
der ganzen Mannschaft. Wir haben nie die richtige Balance gefunden. Wir waren immer zu spät und haben uns die Tore einfach selber geschossen. Das muss man so sagen. Ja. Haben Sie denn eine Erklärung dafür? Weil man kam ja eigentlich mit einem Lauf hierher in die Südstadt. Ja, keine Ahnung. Wir kommen in den ersten 15 Minuten nicht gut rein ins Spiel, aber haben dann eigentlich Kontrolle gehabt und haben das 1-0 gemacht. Aber es ist einfach viel zu billig, wie die Gegentore gefallen sind. Und auch nachher natürlich die Chance, wir machen auf. Ist eh klar, wenn wir 2-1 hinten sind, dann kommen sie zu Kontermöglichkeiten. Aber trotzdem ist es einfach eine ganz schlechte Leistung von uns und sehr, sehr schade, weil wir einfach vorne zugekommen wollten. Jetzt konnte man der Austria im Rennen um den Herbsttitel nichts vorlegen, muss da zuschauen. Wie bitter ist das? Ah, das ist wurscht. Der Herbsttitel, Winterkönig, das sind Titel ohne Mittel, die braucht überhaupt keiner. Wir müssen schauen, dass wir jetzt am Samstag wieder die Leistung von Rapid sehen und nicht so antopfen wie heute. Und dann geht's wieder weiter. Tja, und sein blaues Auge spricht dann auch Bände, oder? Ja, die Enttäuschung spricht Bände. Aber die haben sie sich selbst zuzuschreiben, wenn man so auftritt. Es ist immer wieder erstaunlich, dass Rapid auf der einen Seite des Öfteren wirklich sehr gute Spiele zeigt und dann kommen auch immer wieder derartige Umfaller wie heute, schon gegen Grödig auswärts, jetzt gegen die Admira. Eigentlich unerklärbar, dass eine Mannschaft binnen kurzer Zeit derartigen Leistungsabfall haben kann. Und, ja, ich wollte nur sagen, an Sie und an Alfred Tat, das 7. Niederlage für Rapid bei 18 Meisterschaftsspielen, das ist dann doch ein ziemliches Pfund. Das ist zu viel, ja. Das ist insofern zu viel, weil normalerweise hat man nach 36 Runden ungefähr 7, 8 Niederlagen und nicht nach 18. Rapid ist heute auch eben an den unterschiedlichen Spielweisen beider Mannschaften im Vergleich zu Admira gescheitert. Admira hat schnell schnörkellos nach vorne gespielt. Rapid wollte doch kontrolliert Fußball spielen und der Trainer hat auch das beklagt, dass man eben mit den äußeren Verhältnissen der Südstadt nicht zurechtgekommen ist. Ja. Ob das als Ausrede gelten darf? Fragezeichen. Nein, ich glaube nicht, dass er es als Ausrede sieht, sondern er interpretiert das so, dass seine Spieler eben schon auch aufgrund der Euroleague und so weiter Rasen gewöhnt sind, die eben gut bespielbar sind. Die Südstadt, das kann ich beurteilen, ist ein wirklich schwer zu spielender Boden. Ja, obwohl Heribert Weber hat dort immer gerne gespielt, habe ich gehört. Ja. Ich habe dort immer meine meisten Tore geschossen, deswegen habe ich auch, aber das waren Kopftore, also der Ball war in der Luft und nicht am Boden. Aber natürlich hat Rapid heute auch die Admira stark gemacht, durch unglaubliche Eigenfälle am Anfang, durch schwere Patzer der Verteidiger. Und wenn man dann natürlich so verunsichert wird, dann ist es wieder schwer, ins Spiel zu finden. Zoran Barisic ist schon angesprochen worden. Konstanze Weiß hat mit dem Rapid-Trainer gesprochen. Haben Sie denn eine Erklärung für diesen schlechten Start in das Spiel und dass die Abwehr da so außer Rand und Band war die ersten 20 Minuten? Ja, natürlich. Und zwar war es so, dass wir ein ganz schlechtes Aufbauspiel hatten, weil es einfach der Platz nicht zugelassen hat und weil der Gegner auch sehr hoch attackiert hat. Aber wir sind einfach nicht zurechtgekommen. Und das hätten wir einfach früher checken müssen, dass wir da uns mit langen oder mit zweiten Bällen befreien hätten müssen. Und das hat etwas gedauert, bis wir uns an das Geläuf gewöhnt haben. Und wie gesagt, dann waren wir etwas stabiler und auch Zweikampfstärke und auch agiler im Spiel nach vorne haben aus einer der drei Möglichkeiten das Führungstor erzielt. Und das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das kann passieren, das kann jedem von uns passieren, aber wir haben das leider Gottes als Team nicht reparieren können. Der Arbeitstag von Richard Strebinger fällt vermutlich auch eher unter die Kategorie unglücklich. Das einfach auch sinnbildlich für dieses Spiel heute? Ja, wir haben uns gegenseitig angesteckt. Er war ja nicht der Einzige, der Fehler begangen hat. Wir haben sehr viele Spieler oder fast alle Spieler haben Fehler begangen. Und es wäre ja zu einfach, es festzumachen am Torhüter oder an einem Spieler, der eventuell individuelle Fehler gemacht hat. Das passiert einfach im Fußball. Fußball lebt auch von Fehlern, aber wir haben heute als Team nicht so agiert, wie wir es können. Sagt also der Rapid-Trainer. Die Kritik und auch die Analyse haben wir schon gehört, was unsere Experten zu Rapid sagen. Auch dieses schnörkellose Spiel der Admira ist angesprochen worden. Und für die Admira war es also ein ganz wichtiger Sieg nach zuvor 6 sieglosen Spielen in der Bundesliga. Zusammengefasste Stimmen der Admira-Spieler hören wir jetzt.
Sie haben den Elfer verwertet zum 2-1, davor aber auch schon einige Chancen gehabt. Was war denn so der erste Gedanke, wie es dann endlich geklappt hat? Ja, ich war so dankbar, dass der liebe Herr da dann runtergeschaut hat, weil ich hätte mich aufgefressen nach dem Match, wäre ich jetzt ohne Tor, also wäre ich leer ausgegangen. Sie wollten dann nachher noch unbedingt nachsetzen, haben ja noch mehrere Chancen gehabt, öfter den Abschluss gesucht. Kann man da vielleicht auch mal den Mitspieler öfter suchen? Ja, da haben Sie vollkommen recht, aber es war nicht meine Absicht jetzt, dass ich da eigensinnig, spiele, aber was soll ich sagen, ja, so ist Fußball nun mal. Ich meine, jetzt ist die Herbstsaison um, jetzt haben wir 27 Punkte gemacht. Ich meine, vor der Saison, wenn wer gesagt hat, wir hätten noch 18 Runden 27 Punkte, hätten sie da ein bisschen, glaube ich, für blöd erklärt. Ich habe gesagt, vor der Saison, ich schätze uns zwischen 6 und 8, hat mir jeder ausgejagt. Wir waren Abschiedskandidat Nummer 1 und jetzt haben wir ein fünfter Stück, glaube ich. Und mit dem können wir leben. Und wenn wir wieder so eine Krise haben wie im Herbst, im Frühjahr und 28 Punkte machen, kann ich ja mit einer Krise auch leben. Ja, kann man fast nicht mehr dazu sagen, oder? Alles gesagt. Auf den Punkt gebracht. Mit 56 Punkten wäre die Admira natürlich, oder 54 Punkten mal 2 wäre die Admira mit Sicherheit nicht auf dem letzten Platz.